Nicht nur Technik und Dimension, heute ist das ganz Besondere an einer Uhr die Emotionalität. Aber natürlich muss das alles perfekt in einer Schnittstelle zusammengebracht sein. Und da haben wir uns für die SAP-Lösung über die Telekom entschieden, weil das für uns die ideale Verbindung als Tool war. Ich bin auf dem Weg zum traditionsreichen Uhrenhersteller Junghans, dessen IT-Landschaft wir mit SAP Business by Design zukunftssicher ausgerichtet haben. Corona-bedingt war der Kontakt lange nur digital möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt auf das Wiedersehen. Mein Name ist Tobias Hornig, ich bin der CFO der Uhrenfabrik Junghans und zusammen mit meinem Team haben wir Business by Design eingeführt. Hallo Tim, herzlich willkommen im schönen Schwarzwald. Hereinspaziert in den Einkauf. SAP by Design ist ein System, was cloudbasiert ist. Das heißt, es läuft nicht auf meinen Servern hier vor Ort, sondern es läuft auf einem außenstehenden Server, der von SAP gewartet und auch immer aktuell gehalten wird. Das heißt, ich habe immer eine immense Prozesssicherheit. Es ist ein tolles Gefühl, dass alle Dinge, die wir in der Theorie besprochen haben und dann auch realisiert haben, jetzt hier in der Praxis zu sehen sind, wie die einzelnen Prozesse ineinandergreifen und wie das gesamte System rundum läuft. Und wenn man sich überlegt, diese Uhr braucht von hier, bis du sie am Handgelenk hast, 18 Monate teilweise. Und wir haben das Projekt SAP by Design zusammen im Team in 6 Monaten geschafft. Dann können wir wirklich stolz darauf sein, wie gut die Teams Junghans, Telekom und Data One zusammen funktioniert haben und wie reibungslos das Ganze funktioniert hat. Hier in der Produktion, wir müssen natürlich auch die vorgelagerten Prozesse und nachgelagerten Prozesse sehen. Und das digitale Warehouse Management, was wir einführen, brauchen wir keine Kommissionierlisten mehr, die früher auf Papier gedruckt wurden. Das spart hier wirklich immens an Papierkosten. Hier zum Beispiel siehst du die Zifferblätter. Wir hoffen dann, dass in ein paar Wochen, Monaten das Einzige ist, was wir noch hier in Haus drucken müssen. Der Wandel gehört zu uns zur Tradition dazu. Aber natürlich muss das alles perfekt in einer Schnittstelle zusammengebracht sein. Und da haben wir uns am Ende für die SAP-Lösung über die Telekom entschieden, weil das für uns die ideale Verbindung als Tool war.